weiß gar nicht, ob ich Ihnen das alles überhaupt erzählen sollte. Aber, naja, auch in meinem Job muss man sich irgendwann mal ausrollen. Ich war sogar mal ein Psychiater. Wissen Sie, was der mir gesagt hat? Das waren ganz klare Worte. Eine ganz eindeutige Aussage. Etwas, das, glaube ich, jeder von uns mal zu hören bekommen sollte. Etwas, das einen aufrüttelt. Aber das einem auch zeigt, ne, welche Bürde wir alle mit uns herumtragen. Mich hat das schon sehr bewegt. Sowas macht einen nachdenklich, wissen Sie? Wenn man einen schwierigen Job macht und einem jemand, der sich mit den wirklich schwierigen Dingen des Lebens auskennt, mit so etwas konfrontiert. Ich meine, der Mann ist Psychiater. Also, war ein Doktor, viel belesen, sehr klug, sehr weise. So einer sollte doch wissen, worauf es im Leben ankommt. Ne? Und wenn so jemand mit ihm spricht, wenn er ihnen etwas sagt, so eindringlich, dann hören sie natürlich zu, dann setzen sie sich damit auseinander. Das kann man nicht einfach wegwischen und vergessen. Das geht einfach nicht. Ich meine, der Mann hat Bücher geschrieben, hat sich mit uns auseinandergesetzt, hat uns analysiert, den menschlichen Geist, die Psyche, auch mit meinem Berufsstand. Ja. Was bei einem Menschen so passiert, wenn er das tut, was wir täglich tun. Ja. Er ist, war, jemand, der auch den Mut hatte, sich, naja, mit den dunklen Seiten der Psyche zu beschäftigen. Deswegen war ich auch so begeistert, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn kennenzulernen. So kurz vor seinem Tod. Dass ich der Letzte war, mit dem er sein unglaubliches Wissen teilen konnte. Der, naja, gewissermaßen sein Schüler war. Der lernen konnte von dieser unglaublichen Weisheit, über die er verfügte. Was glauben Sie, wie ich mich darauf gefreut habe? Wie neugierig ich darauf war? Was würde er mir zu sagen haben? Gerade mir, einem Vertreter dieses bestimmten Handwerks, mit dem er sich so intensiv beschäftigt hatte. Was würden seine letzten Worte sein? Wissen Sie, wie bedeutsam das ist? Die letzten Worte eines Menschen mitzuerleben. Er steht am Scheideweg. Das Ende kommt unaufhaltsam näher, ohne jeden Ausweg. Er kann dem Tod ins Auge blicken. Der Tod ist keine irreale Sache mehr, die ihn irgendwann in der Zukunft ereilen wird. Er ist nichts Diffuses, von dem man nicht weiß, in welcher Form er kommen wird, ob Krankheit, Unfall oder Alter. Er ist sehr konkret. Man weiß wann. Man weiß wo, man weiß wie. Zu diesem Zeitpunkt hat man die Gelegenheit. Man kann seine letzten Worte sehr sorgsam wählen. Ja, kann seinen eigenen Nachruf sprechen. Kann das sagen, von dem man will, dass es der Nachwelt erhalten bleibt. Es ist die Gelegenheit für eine Aussage. Eine Aussage, die etwas bedeutet. Über sich selbst, die Welt, das Universum. Man kann einen Schlussstrich ziehen. Man kann resümieren. Man kann das sagen, naja, man kann seinem Leben einen sinnvollen, ja, einen bedeutungsvollen Abschluss verleihen. Ich meine, der Beruf, den ich mache, ist kalt und einsam und blutig. Aber das sind die wenigen Momente, die einen für diese wirklich wenig geschätzte Aufgabe belohnen. Sondern einem intelligenten Menschen, einem Vorreiter auf seinem Gebiet gegenübersteht. Wenn einen dieser Mensch an einem wichtigen Augenblick in seinem Leben teilhaben lässt. Dann hat er zu mir gesprochen. Ich habe sehr genau zugehört, habe jedes seiner Worte in mich aufgesogen, denn ich wollte nichts von dem verpassen, was er mir zu sagen hatte. Es war sehr eindringlich, aber ja, es macht uns auch klar, dass wir alle nur vergänglich sind und dass wir mit der Zeit, die uns im Leben gegeben ist, vernünftig und weise umgehen sollten. Er hat gesagt: Nein, bitte, bitte, töten Sie mich nicht! Nein!